Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Wochenstart. Wir haben Montag, den 10. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannende Themen erwarten Sie jetzt. Heute auch wieder mit einem Interview und zwar mit dem lieben Roland in Düsseldorf. Den schalten wir gleich zu. Zuvor der Risikohinweis, ganz obligatorisch, denn all das, was wir sagen, sind unsere persönlichen Recherchen und Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehmen wir den Roland gleich hinzu. Hallo Roland. Hallo Andreas. Tag. Das war ja heute Morgen ein Schock, als wir die News gelesen haben. Vorbörslich ging es schon los mit ersten Kriegsnews und das ist ja vom Gefühl her immer nicht gut für die Börse, oder? Das ist richtig. Also in den Morgenstunden war der DAX deutlich schwächer. Ab 9 Uhr konnte sich der Markt allerdings ordentlich erholen. Wir sind ein paar hundert Punkte hochgelaufen, aktuell bei 12.350 circa. Es ging noch weiter hoch. Ja, da ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Natürlich schockt das, wenn es jetzt Bomben oder Raketen, die in Kiew einschlagen, aber es hat nicht mehr die gleiche Kraft wie jetzt vor einem halben Jahr. Sind eher Unternehmensdaten, Inflationsdaten, was die Fed sagt, das bewegt den Markt aktuell gerade ein bisschen stärker. Und heute an sich ist auch ein relativ ruhiger Tag. Die Amerikaner feiern Columbus Day. Der Aktienmarkt hat zwar offen, allerdings hat der Anleihemarkt zu in den Vereinigten Staaten. Und dann in solchen Tagen ist der Handel meistens so ein bisschen ruhiger. Es gibt auch keine Unternehmensdaten heute, die den Markt noch so durcheinander wirbeln könnten. Der Columbus Day ist ja wie auch Tag der Deutschen Einheit ein normaler Feiertag, halt kein Börsenfeiertag. Der wird übrigens nicht mehr in allen US-Bundesstaaten gefeiert oder so genannt, weil so ein bisschen Umdenken auch stattfindet in Richtung, das waren ja auch die Besatzer am Ende. Ja, so ist das. Kann man auch natürlich auch von der Seite sehen und sollte man natürlich. Ja, genau. Das wollte ich hier noch mit reinbringen. Bevor wir in die Unternehmensnews starten, die eine hat sich schon ein bisschen länger angebahnt und das bringt uns auch in Richtung, welche Werte ziehen denn hier am meisten an? Nämlich zum Beispiel die BASF gehört zu den Tagesgewinnern und die bauen weiter ihre Marktpositionen aus und schließen fröhlich Joint Ventures. Genau, also BASF und die ganzen anderen Zykliker sind heute relativ im Plus, also auf der Tagesspitze in der Tabelle im DAX. Covestro möchte ich da noch nennen und den haben wir noch. Daimler Truck waren heute stark im Plus. BASF macht ungefähr ein Viertel des Umsatzes in China, nicht in China, in Asien und ich glaube 12% davon in China und versucht natürlich immerhin weiter sein Produktportfolio zu diversifizieren in andere Regionen und das ist natürlich wichtiger denn je, da der Standort in Ludwigshafen der größte Gas, einer der größten Gasverbraucher in Deutschland ist. Und wenn es da zu Rationierungen kommt, ist natürlich auf der ganzen Anlage zappenduster und dann können nicht nur ein paar Produkte nicht hergestellt werden, dann ruht eigentlich die ganze Produktion in Deutschland. Ja, und der Aktienkurs, den haben wir hier mal mittelfristig eingeblendet, dem tut es ganz gut, weil um die 40 Euro sich vermutlich jetzt hier charttechnisch zumindest ein Boden ausbildet. Ja, ich glaube, bei sämtlichen Zyklikern, die auf Jahressicht sehr stark unter die Räder gekommen sind, gibt es so ein paar Phasen, wie auch heute, dass die stärker im Plus sind als die defensiven Werte. Fresenius heute zum Beispiel am Ende der Liste im DAX. So Tage wird es immer wieder geben, ob das jetzt eine Trendumkehr für die nächsten Wochen ist, das werden wir sehen. Die fundamentalen Daten haben sich ja noch nicht groß geändert, die Rahmendaten in Europa sind nicht besser geworden. Von dem her sehe ich da jetzt auf kurzfristiger Sicht noch nicht die Trendwende. Ja, vielleicht aber in der Autobranche, denn die Verkaufszahlen, die jetzt über die Ticker kamen und auch schon letzte Woche aus Amerika, die lassen doch hoffen. Ja, also BMW sieht sich auf Kurs. Die Zahlen in Europa sind wie erwartet schlecht. Ich glaube, -11% beim Absatz, trotz Boom bei Elektrofahrzeugen. Allerdings sind die Zahlen in USA und China deutlich besser. Also da sehen wir ein Plus beim Absatz. Das hat der Aktie natürlich auch heute Morgen geholfen.
Die Aktie war zuletzt, glaube ich, 3% im Plus, steht so bei 72 Euro rum. Das zeigt auch so ein bisschen, dass das laufende Geschäftsjahr eigentlich gar nicht so schlecht ist. Man weiß natürlich nicht, wie das nächste wird, aber so viele Monate haben wir jetzt nicht mehr in 2022 und da sollte fast alles schon in trockenen Tüchern sein. Ja, möchte man meinen, vielleicht auch für die Banken, die ja jetzt bei steigenden Zinsen ihre ganzen Risikovorsorgen vielleicht schon gegenfinanziert haben oder zumindest getätigt haben und positiv in die nächste Saison starten können, in das nächste Quartal. Bei der Deutschen Bank erwartet man viel. Können die denn liefern? Was denkst du? Ja, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Die Unternehmensdaten sind ja dieses Jahr gar nicht so schlecht. Und das wird natürlich auch den Banken erstmal noch helfen. Hinzu kommt die Zinswende, von denen der ganze Sektor profitiert. Und wahrscheinlich bringt er dieses Jahr mehr, als die Kreditvorsorge kosten wird. Fürs nächste Jahr ist es natürlich eine Wette. Reichen die zusätzlichen Erträge aus dem höheren Zinsgeschäft, um steigende Risikovorsorge zu kompensieren. Das werden wir natürlich erst in den nächsten Quartalen sehen, Anfang 2023. Für diese Woche schauen wir aber gespannt auf die Unternehmenszahlen der amerikanischen Banken. Am Freitag kommt eigentlich die ganze Messlatte des Who is Who amerikanischen Banken, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, alles am Freitag. Und das wird natürlich auch die Kurse der europäischen Banken und der Deutschen Bank in die eine oder in andere Richtung lenken und natürlich den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr so ein bisschen andeuten. Zahlen für die Deutsche Bank kommen erst in 2,5 Wochen am 26.10. Allerdings war die Deutsche Bank heute auch schon einer der Gewinner auf dem Kurszettel mit auch knapp 3% im Plus und beim Kurs von 8 Euro. Und damit hast du ja quasi meinen Moderationspart schon komplett übernommen. Also die Quartalszahlen hat man schon im Blick. Die und Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA ebenfalls. Da kommt heute nichts mehr außer die Fahrzeugverkäufe am Abend. Und da bleibt mir nur noch der Hinweis zu geben auf die Social-Media-Kanäle, die es gibt. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Roland. Und dann noch eine aufregende Handelswoche. Ja, ich danke dir. Auch eine gute Woche und starten noch. Danke.